Die Familie hält in dieser schweren Zeit zusammen. Heute Abend widmet das TV-Format Goodbye Deutschland seinem Kultauswanderer Jens Büchner, Christliches Kreuz, 49, eine emotionale Folge. Über Jahre begleitete die Sendung den Mallorca-Sänger durch gute als auch durch schlechte Zeiten. Auch kurz vor seinem Tod im November fanden im Rahmen der Show Dreharbeiten statt. Dabei entstanden sehr private Aufnahmen, die heute erstmals im TV ausgestrahlt werden. Auch Jens Frau Daniela Büchner, 41, schaltet ein und schaut die tränenreiche Episode mit der gesamten Familie im TV. Es wird wohl kein einfacher Abend für Dani sein, doch zum Glück hat sie ihre Kids, die ihr während der Ausstrahlung am Montag den Rücken stärken. In ihrer Instagram-Story postet die Auswanderin jetzt Bilder, die zeigen, wie sie und ihre Rasselbande vor dem Fernseher sitzen. Auch die zweijährigen Zwillinge sind noch wach und verfolgen die wohl letzten Momente ihres Papas. Zu einem Schnappschuss schreibt die 41-Jährige: Wir sind bereit, und versieht diese drei Worte mit einem traurigen Emoji und einem gebrochenen Herzen. Doch die Abschiedsdoku blickt nicht nur auf das bewegende Leben des Entertainers zurück, Dani und auch ihre Kinder sprechen zum allerersten Mal ganz offen über den Verlust und die schwierige Zeit nach Jens Tod.